Hallo YouTube, ich bin Lord Place und willkommen zurück zur zweiten Folge von The Ship Single Player. Okay, wir hatten ja jetzt gerade, beziehungsweise im letzten Part mit Jimmy geredet und sollen nun zu Bruno der Barmann gehen, weil er offensichtlich ein Schnösel ist und zu viel Geld hat, beziehungsweise einen Schläger sucht. Da wir allerdings noch nicht wissen, wo er sich befindet, dürfen wir ihn jetzt suchen. Deck B, wo sind wir? Achso, wir sind Deck D, das heißt, wir müssten zwei Decks theoretisch nach unten. Guckt man hier irgendwo runter? Aber hier kannst du ja auch nicht durch. Gut, da habe ich keinen Zutritt. Okay, dann suchen wir mal irgendwelche Treppen. Ja, die läuft hier natürlich rein unauffällig mit dem Schwert rum. Halleluja. Aber unauffällig, ne? Okay, jetzt müssen wir nur noch eine. Achso, wir haben wieder keine Ausdauer. Ach, guck mal, da geht ja gleich die nächste Treppe nach oben. Gut, jetzt sind wir wenigstens schon mal an Deck B und sollen immer noch den Typen finden, der sich jetzt da hinten irgendwo auffällt. Warte mal schauen. Wir sind irgendwie gerade ein wenig falsch rumgelaufen. Gut, aber ich glaube, wir sollen ja auch nur. Genau, wir sollen nur mit dem Typen reden. Ihn ja nicht töten. Die Karte ist ein wenig verwirrend. Und natürlich die anderen Leute beobachten. Denn wir wissen natürlich nicht, wer uns denn jetzt eigentlich sucht. Aber wir können mal ruhig hin. Billardstock mitnehmen. Wie hoch ist denn der Preis für einen Billardstock? Da geht 3300. Ja, ist ja schön, dass mich ein Polizist beobachtet. Ich bin eigentlich schon da. Natürlich. Bonjour, mon ami. Du siehst aus wie jemand, der gern leichtes Geld verdient. Immer Ich doch. habe einen cleveren Plan. Wenn ich einen Gast an der Bar habe, der mit Geld um sich schmeißt, gebe ich dir ein Zeichen. Ja, Du ganz folgst ihm an unauffällig. einen ruhigen Ort und dann, ruckzuck, ich stelle keine Fragen, klaust du ihm die Brieftasche. Hälfte ist für dich, andere Hälfte ist für Bruno. Aber versuch nicht, Bruno übers Ohr zu hauen. Oh no, sonst lasse ich dich ins Kitchen werfen. Jetzt. Setz dich ans Ende der Bar und warte auf mein Signal. Unauffällig mit einer Kamera, die ihn beobachtet. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt der reiche Schnösel. Wieder überall. Ja gut, wir müssen natürlich rein zufällig auch auf Toilette. Nimm das Geld. Ah, okay, gut. Und jetzt sollen wir natürlich den Barmann bezahlen. Das dürfte jetzt natürlich nicht so unauffällig gewesen sein. Formidable! Ich wusste, dass du der Richtige bist für den Job.
Nimm dir einen Stuhl und ich serviere dir ein neues Opfer. Okay, dann. Ach, guck mal, wir wissen schon, wer es ist. Allerdings werden wir trotzdem einmal kurz abwarten. Das viel größere Problem ist es, dass sie ja leider jetzt eine Frau ist. Aber sie will auch gar nicht auf die Toilette. Damit ist das natürlich überflüssig. Wie sieht denn das gerade aus mit Billard? Der ist immer noch 3310 wert. Also Mr. X langweilt sich noch nicht. Allerdings will ich sie gerne ein wenig in der Ruhe haben. Guck mal, hier hinten wird sie niemand vermissen. Es sieht auch niemand so rein zufällig. Und dann nehmen wir doch mal das Geld direkt wieder mit. Und wir sollten uns auch irgendwie mal demnächst eine neue Waffe suchen. Einfach nur, weil der Billardschläger immer noch 3300 bringt. Okay, der hat uns jetzt 1000 gebracht. Wir halten uns jetzt einfach mal auch an die Hälfte der Deals. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt hier ein Endlosspiel? Formidabel! Ich wusste, dass du der Richtige bist für den Job. Oder nimm dir einen Stuhl und ich serviere dir ein neues Opfer. Okay, also das Spiel kann man hier offensichtlich endlos machen. Oder bis hier niemand mehr lebt. Dann würde ich einfach sagen, wir machen das ja einmal kurz, bis hier niemand mehr lebt. Aber wir sollten jetzt auch bald was essen. Oh, nein, nicht. Aufstehen. Oh, die soll jetzt bitte nicht auf die Toilette gehen. Tür zu. Okay, hier sind ja letztendlich auch nur noch zwei Opfer über. Das heißt, mehr als zwei können es hier trotzdem nicht werden. Und okay, wir sollen anscheinend wohl wirklich einfach mal alle töten. Achso, ich soll mich ja wieder auf den Stuhl setzen. Und sollten auch darauf achten, dass wir jetzt bald irgendwie schlafen gehen. Und hoffen, dass wir nicht im Schlaf töten. Sterben. Ja, steh auf. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, da läuft sie lang. Ach, das macht sich doch ganz gut. Hier sieht uns ja auch niemand. Wo hat sie denn... Ach, da liegt ihr Geld. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt auch langsam schlafen. Denn ansonsten wird das hier ein wenig schwierig. Und soweit ich weiß, hatten wir irgendwo in Deck D geschlafen. Gut, wir könnten uns natürlich jetzt auch einfach irgendwo anders hinlegen. Das ist eigentlich mal eine gute Frage. Ah, können wir sogar. Und dann sollten wir auch irgendwie was zu essen finden. Das heißt, wir finden eine Bratpfanne. Die nehmen wir natürlich einfach auch mal mit. Da kann uns natürlich nicht einfach jemand sagen, wir wollen damit irgendwelche Leute töten. Ein Deodorant. Oder irgendwelche Schwerter. Eine Axt. Er will eine Axt. Ach. Ja gut, jetzt haben wir hier schon mal... hier ist gar nichts drin. Aber wir müssen ja was essen. Das hier kann man natürlich ganz gut essen. Okay, das löst es erst einmal. Und wir trinken dann auch mal direkt was. Und daher, dass uns das ja an der Seite immer alles anzeigt, was wir dann so benötigen... Heißt das, wir sollten auch bald mal eine Toilette auffinden. Nur wo finden wir hier eine Toilette? Oh Gott.
Sieht natürlich recht dringend hier gerade aus. Ja, nee, da können wir auch nicht reinpinkeln. Aber hier wird es doch wohl sicherlich irgendwo ein Bad. Es geht doch. Okay, dann machen wir mal eine Runde Pipi. Mit dem Ahornblatt. Wir müssen auch eine Runde duschen. Wir haben keine Dusche, dafür haben wir eine. Achso, okay. Funktioniert natürlich auch. Und was ist das denn für ein Bedürfnis? Lesen? Schauen wir einfach mal, ob wir hier ein Bücherregal finden. Nachdem wir natürlich hier mal eventuell ein bisschen ausgebeutet haben. Nehmen wir das mal mit und wir nehmen das mal mit. Denn wir können es ja mal unserem Verfolger ein wenig schwieriger machen, indem wir uns einfach mal kurz anders anziehen. Ja, hier, liest das mal. Dann hast du wenigstens dein Bedürfnis nach Lesen etwas gestillt. Eine Monokel, ja. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Hier hätten wir ein Jagdmesser und ein Brief. Achso, hier unten haben wir auch gleich den Wert. 1970, ja. Ist unser Baseballschläger ja noch mehr wert. Aber irgendwas, was über... Eine Revolver. Weil sie so leise ist. Okay. Wo geht's denn hier eigentlich weiter? Ach, hier geht's nach draußen. Alles klar. Du hast uns jetzt nicht ausspioniert. Aber wir sind auch schon wieder am falschen Deck. Also rennen wir einfach mal kurz ein Deck nach oben. Dann sind wir auch direkt wieder an B. Und suchen einfach mal wieder unseren netten Freund, der sich wieder hier hinten irgendwo befindet. Ach, wir haben schon wieder ein Bedürfnis nach... Achso, das sind Zigaretten. Was haben wir hier eigentlich? Also komm, hier in der Küche werden wir doch wohl irgendwo was finden. Die Küche ist ausgeraubt. Ist es denen nicht eventuell mal aufgefallen? Hier kommt eine Runde Essen. Damit geht natürlich auch direkt unser Durst runter. Nein, wir müssen schon wieder auf die Toilette. Oh Gott. Ach nee, wir müssen jetzt ein Häufchen machen. Dafür müssen wir trotzdem wieder irgendwie eine Etage nach unten. Denn hier oben hatten wir leider keine vernünftige... Huch. Okay, dann eine Runde pinkeln. Und dann machen wir auch nochmal ein Häufchen. Und dann müssen wir natürlich wieder eine Runde baden. Da können wir auch gleich sonst spielen hier. Achso, durch... Baden wird man auch wieder munterer. Ja, das macht sogar durchaus wirklich etwas Sinn. Okay, und dann gehen wir einfach mal. Vielleicht wird man nicht so viel rennen. Das sieht ja dann doch immens das Bedürfnis nach Schlaf herunter. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier uns das nächste von den beiden opfern. Von dem letzten Opfer aussuchen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.